Ihr Lieben, wir haben jetzt die Kerzen angezündet und erinnern uns damit daran, dass mit Jesus Christus ein unauslöschliches Licht in diese Welt gekommen ist. Ich habe einen Zeitungsartikel gelesen von einem guten Freund von mir, der mich unglaublich bewegt hat. Ich möchte euch das kurz zeigen. Karfreitag 2019. Ein guter Freund, der ist selbst Pfarrer in einer Gemeinde, bringt seine kleine dreijährige Tochter ins Bett und er sagt zu ihr: noch zweimal schlafen, noch zweimal wachst du auf und dann ist Ostern. Dann suchen wir Ostereier, dann feiern wir, dass Jesus auferstanden ist. Wir kennen uns schon lange, wir waren zusammen Hiwis, also Hilfswissenschaftler bei einem Professor in Leipzig. Die Familie freut sich wahnsinnig auf das Osterfest mit den beiden kleinen Kindern. Kurz vor dem Schlafengehen wird nochmal über alles gesprochen. Und dann passiert etwas völlig Unfassbares. Wir beten alle zu Gott, dass diese schreckliche Erfahrung Eltern nicht machen müssen. Die Eltern merken, mit der Tochter stimmt irgendetwas nicht. Mit in ihrem kleinen Körper geht etwas vor, das sie sich nicht erklären können. Es wird der Notarzt gerufen, sie wird ins Universitätsklinikum geflogen und die Ärzte diagnostizieren noch in der Nacht vom Karfreitag auf Karsamstag bei dem Kind einen Schlaganfall. Es werden alle lebenserhaltenden Maßnahmen eingeleitet. Die Ärzte ringen um das Leben. Sie liegt einige Tage noch im Krankenhaus und irgendwann sagen die Ärzte zu den Eltern: wenn ihre Tochter das überleben sollte, wird sie ein Pflegefall, wird sie schwerst behindert bleiben. Aber auch das sind die Eltern bereit in Kauf zu nehmen. Sie flehen zu Gott, sie beten. Hauptsache, das Leben ihres Kindes bleibt erhalten. Aber dieser Wunsch geht nicht in Erfüllung. Dieses kleine Mädchen stirbt wenige Tage später. Ausgerechnet an Ostern, ausgerechnet in jener Zeit, in der wir Christen die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus feiern. Wie geht das weiter, wenn das eigene Kind stirbt? Wie soll ein Pfarrer weiter die frohe Botschaft von der Auferstehung Jesu verkündigen, wenn er an diesem Tag immer an den Verlust seines Kindes erinnert wird? Wenn all diese schrecklichen Erfahrungen, die mit dem Tod verbunden sind, wieder in ihm aufsteigen. Ich weiß nicht, ob ich solch eine Anfechtung, solch eine Prüfung ertragen könnte. Und dann stellt der Zeitungsreporter die Frage: wie können Sie denn bei Ihrem Glauben bleiben, wenn Gott Ihnen dies zugemutet hat? Und daraufhin antwortet mein Freund mit einer ganz erstaunlichen Gegenfrage: wie schafft man das ohne Gott? Wie schafft man das ohne Gott? Wie soll ich denn weiterleben ohne diese Hoffnung, die doch das Zentrum unseres christlichen Glaubens ist? Wie soll ich denn das schaffen, ohne diese große Hoffnung, die mit der Auferstehung von Jesus Christus in diese Welt gekommen ist? Liebe Schwestern und Brüder, hier wird das Zentrum unseres Glaubens ganz existenziell, ganz zentral auf die eine wichtigste Frage gebracht. Wenn Sie in unseren Gemeindebrief schauen, dann sehen Sie in den letzten Wochen seit Anfang des Jahres, da ist ja immer die Seite mit den Amtshandlungen, mit dem Leben in unserer Gemeinde. Dieses Mal stehen dort nur Beerdigungen, eine riesige Zahl von Beerdigungen. Seit Jesu Auferstehung ist diese Welt eine andere geworden. Auch wenn es immer noch Leid und Trauer gibt, auch wenn wir Tränen an den Gräbern der Menschen vergießen, die wir geliebt haben. Aber die Perspektive hat sich geändert.
nicht mehr das Nichts, nicht mehr die Sinnlosigkeit, nicht mehr die Endgültigkeit des Todes triumphieren, sondern der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Wie könnte ich als Pfarrer an einem Grab stehen und Menschen trösten, wenn ich nicht von dieser Hoffnung erfüllt wäre? Mit der Auferstehung kommt eine Hoffnung in diese Welt, die durch nichts mehr zerstört werden kann. Und wenn Sie die Apostelgeschichte lesen, die ersten Zeugen der Auferstehung, dann heißt es dort in Apostelgeschichte 4,20, da stehen Petrus und Johannes vor Gericht. Sie haben von der Auferstehung Jesu geredet und das gefällt vielen nicht. Viele sagen, hört auf, von dieser Auferstehung zu reden. Und da sagen sie vor Gericht, wir können es doch nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und was wir gehört haben, was unser Herz als das Wahre, als die alles bestimmende Wirklichkeit erkannt hat. Wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Wir wissen, dass die Christen gerade in den ersten Jahrhunderten verfolgt wurden unter Nero und unter Domitian, dass sie gefangen gesetzt werden, dass sie bei den Spielen den Löwen zum Fraß vorgeworfen werden. Aber wir wissen auch, dass die Botschaft von der Auferstehung Jesu Christi bis heute nicht zum Schweigen gebracht werden konnte, dass diese Botschaft bis heute nicht verstummt ist. Ich möchte uns heute einladen, lassen wir uns heute neu ergreifen von dieser Botschaft. Lassen wir unser Herz heute neu entzünden, der Herr ist auferstanden. Und ich bitte euch, gebt das weiter, wo ihr könnt, wo ihr wisst, dass Menschen diese Botschaft brauchen, dass sie sich nach dieser Botschaft ausstrecken. Nehmen wir den Gruß der ersten Christen heute mit nach Hause, heute in unser Herz auf. Diese wunderbaren Worte, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Amen.